Hallo, heute möchte ich mit euch ein Haushaltsbuch quasi erstellen in Excel. So, ja, dazu brauchen wir natürlich mal eine Excel-Datei. Wir werden das Ganze hier mal kurz auf zwei Tabellenblätter aufteilen. Einerseits mal unsere, sagen wir, nennen wir das Ganze mal Daten. So, das Ganze ist quasi ein Übungsprojekt, wo wir quasi viele Sachen, die was wir in den letzten Tutorials gelernt haben, mal verbinden. So, okay, starten wir mal. Wir brauchen hier natürlich immer als erstes mal das Datum. Das Datum, dann wollen wir natürlich wissen, ob das eine Einnahme oder eine Ausgabe ist. Ja. Ist ja immer so ein aus. Sagen wir so ein aus. So, dann möchte ich Text, so Text quasi, dass wir es an können für Verwendungszweck oder wie ihr mir das nennen wollt. Und dann hier mal der Betrag. Ich würde hier einfach Zelle einfügen. Wir können hier jetzt eigentlich noch Kategorie, ich nenne das auch Typ. So, wenn wir das Ganze hier mal erstellt haben, werde ich mir das Ganze hier mal kurz formatieren mit dich, so dass ich das Ganze sehen kann. Dann, was ich immer auch noch schön finde, dass ich die oberste Zeile fixiert habe, dass sich das einfach alles mitläuft. So, wenn ich das Ganze hier jetzt einmal gemacht habe, können wir hier theoretisch eintragen. So, wenn wir hier noch eine Rahmenlinie hier nehmen. So, nehmen wir Rahmen. Ich würde mal sagen so, innen und außen. Und dann haben wir das quasi so als Kästchen. Die erste Linie würde ich mir hier mit einer dicken Rahmenlinie hier mal kurz hervorheben, so dass ich das immer sehe. In dem Moment sehen wir hier schon, dass wir hier erstmal unser Datum eintragen können, dann ist eine oder ausgegeben oder Einnahme ist, den Typ, den Text und den Betrag. So, den Text mache ich mal ein bisschen größer. Dann das Datum, welche zum Beispiel beim 2.5.22 eingebe, möchte ich immer sagen, ich gebe das Datum. Ich möchte eigentlich immer den Tag dabei stehen haben, dass ich einfach einen leichteren Überblick habe. Tag. Ich könnte mir das natürlich auch noch so formatieren, wie ich das hatte, aber ich glaube, ich würde es einfach so lassen. Innen außen mit dieser normalen Linie. So. In dem Moment, wo hier ein Datum drin steht, möchte ich hier das so formatiert haben. Ich sage hier mal, wenn Fehler. Sag dann, wenn ein Fehler spuckt, dann möchte ich nichts ausgegeben haben. Sonst möchte ich Text B2 ist gleich, sage ich mal, TTT Punkt Anführungszeichen. So, wo ist jetzt mein Fehler? Ah, ich habe Anführungszeichen vergessen. Yeah. So, in dem Moment, wo ich hier jetzt was drin stehen habe, sollte er das nicht machen. Dann schreibe ich nur wenn. Machen wir es anders. Kopiere mir die Funktion hier mal kurz raus, die Textfunktion. Sag jetzt ist gleich wenn das da. Wenn also mal sagen ist leer, dann nichts, sonst schreibt mir das rein. Wenn ich mir das Ganze jetzt runterkopiere, dann kommt hier nichts rein. Ich ziehe mir das einfach mal runter bis
Sagen wir aber, wir machen das Ganze hier mal bis 200. Bis hier. Ich sag hier dann ab 200. Ab 201 brauche ich hier auch keine Rahmenlinien mehr. Dass ich weiß, dass es hier zu Ende ist. Was ich mir hier immer gerne mache, dass ich weiß, wo es zu Ende ist, mache ich mir hier immer so einen gelben Strich, dann übersehe ich die Linie nicht. In dem Moment ziehe ich mir das Ganze hier einmal runter bis 200. Sehe ich hier immer meinen Tag stehen, zum Beispiel 6.5.22, der Freitag. Jetzt möchte ich hier natürlich noch wissen, ob das eine Ein- und Ausnahme ist. Ich glaube, das werden wir uns einfach als Drag and Drop definieren. Ah, die 200. So, wie machen wir das Ganze wieder? So, jetzt ziehen wir das so hin. Sag ich dann überprüfen. Überprüfen. War die Funktion? Die Laufenster. Nicht entwickelt Tools, Ansicht auch nicht. Ah, hier Daten. Daten überprüfen. Daten aktualisieren, Daten erweitern. Blitzvorschau. Was wäre wenn? So markiert. Gültigkeit. Haben wir eigentlich hier Daten überprüfen. So, jeden Wert, dann würde ich hier mal sagen, Benutzer definiert, sagen wir einfach mal Liste, sage ich Einnahme, Ausgabe. So, in dem Moment kann ich hier einfach mal wählen, Einnahme, Ausgabe. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas anderes reinschreiben würde, würde er sagen, dass hier ein Fehler entstanden ist. So. Jetzt können wir hier zum Beispiel noch einen Typen definieren. Das würde ich einfach hier auch wieder mal so machen, wie ich es hier gerade gemacht habe. Wieder mit so einem Drag and Drop. Hier einfach Daten überprüfen. Liste. Und sag ich mal Essen. Benzin. Freizeit. Kleidung. Ja, ihr könnt hier noch ergänzen, was ihr wollt, natürlich. Vielleicht mehr sein als das da. Das ist jetzt nur ein bisschen was. Wenn ich hier wieder irgendwas Falsches reinschreibe, sagt mir ein Fehler. Hier bei Text soll natürlich alles gehen. Und hier bei Betrag soll natürlich das Ganze in Euro sein. So. Das Ganze hier in Euro. So, jetzt wäre vielleicht noch schön, wenn wir wissen würden, ob das Ganze jetzt eine Einnahme- und Ausgabe ist. Das werden wir jetzt einfach auch mal kurz noch einbauen. Und dann wollen wir das Ganze natürlich noch auswerten. Dazu markiere ich mir das Ganze hier kurz. Hier wieder nach oben. Sag hier jetzt, ich möchte eine bedingte Formatierung. Regel verwalten, neue Regel, Formel zur Ermittlung und bla 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 Formatierung. Sag hier jetzt, ich möchte das Ganze hier vergleichen. Ziehen wir das Ganze hier wieder nach unten. Bis 200. Macht Dollarzeichen dann vor der Spalte, also nach den Zeilen unten weg, sage jetzt zum Beispiel Einnahme. So, passt. Schreibe ich das unter so quasi String. Wenn euch das was sagt aus einem von mir Video, also wenn es nicht sagt, ist einfach nur unter Anführungszeichen geschrieben. So.
sollte eigentlich geklappt haben. So, hat auch gemacht. Einnahme. Das Ganze wollen wir natürlich auch für die Ausgabe machen. Ich kopiere mir das Ganze hier einfach mal. Sag jetzt Ausgabe. Mach mir das Ganze jetzt auf Rot, Orange, wie auch immer das ist. Das ist zu viel. Ich mache es eher so orange. So, und wenn wir das Ganze jetzt sehen, kann ich mir hier einfach mal so beziehen, was weiß ich. Das ist ja Text. Muss man hier dann nach Gewissen halt auch ausfüllen. So, jetzt werden wir das Ganze hier natürlich noch ausfüllen. Ich glaube, ich werde hier noch einen Blattschutz, werden wir hier auch noch benutzen. Überprüfen. Blattschützen. Ich muss hier vorne noch sagen, was ich hier alles zulassen möchte. So, sag ich mal. Ich möchte auf diese Felder, möchte ich den Zugriff gewähren. In dem Moment klicke ich einfach mal auf OK und Blattschützen und OK. Wenn ich hier unten jetzt was klicke, seht ihr schon, dass es falsch ist. So, jetzt haben wir das Ganze hier mal. Ich kann jetzt auch noch mal sagen. 5.22 war es eine Ausgabe, Freizeit, Essen, 50 Euro, das war jetzt, keine Ahnung, auch eine Ausgabe, Benzin, sagen wir 20 Euro, das war, sagen wir Lohn, ich habe Lohn vergessen vorher, aber das können wir ja ganz leicht hier dann quasi nachholen, wenn ihr das wollt. So, das Ganze wollen wir natürlich auswerten. Ich werde mir hier einfach ein neues Fenster nehmen. Ich werde das hier einfach mal kurz nebeneinander öffnen. Ich habe mir hier dann das Ganze, einmal hier die Auswertung und hier einmal das andere Fenster. Ich nenne das wieder mal Auswertung. So, perfekt. Sag hier, ich möchte das erste Mal, wie wollen wir es auswerten? Benzin, Essen, Freizeit. Ich kann mir hier mal Freizeit essen. Ich sage hier einfach nochmal Kleider. 10.22 ist auch eine Ausgabe. Ich sage hier nochmal 20 Euro. So. Ich sage hier, ich möchte mir das Ganze hier mal kurz verbinden. Ich sage hier, genau, Übersicht. Ah, vielleicht war es nicht so schlau. Mach das mal über 2. Ziehen wir das hier ein bisschen größer. Sag hier mal Essen, Benzin, Freizeit, Kleidung. Wenn ich mir das Ganze jetzt auswerten, kann ich einfach mal Summe. Wenn der Bereich, der Bereich, der was hier jetzt, ist das da? Dann brauche ich natürlich das Suchkriterium. Das Suchkriterium wäre jetzt das hier bei mir. Dann die Summe natürlich, wäre der Betrag hier. Dann muss ich mir das Ganze noch fixieren, dass ich mir die Formel einfach leichter kopieren kann. Ziehe mir das Ganze hier runter, sehe schon, es hat perfekt funktioniert, weil ich hier meine Beträge bekomme. 6, 20, 50, 20. Dann kann ich mir das Ganze, wenn wir hier einfach mal kurz als Diagramm uns ausgeben, dass man das alles schön sieht. Diagramm. Weitere drei Kreisdiagramme. Ja, drei Kreisdiagramme würde perfekt passen. Schieb mir das hier daneben hin. Datenbeschriftung finde ich eigentlich auch immer sehr interessant. Ja, würde ich sagen. Den Titel. Übersicht der
Oder ich würde sagen, wir nehmen hier eher Balkendiagramm. Ja, das da machen bei den anderen dann eigentlich das Kreisdiagramm. So, jetzt möchte ich hier noch eine Auswertung meiner Finanzen machen, also generell dann. Konto Stand, Ausgaben, Einnahmen. Jetzt werden wir diese Formel eigentlich quasi kopieren. Nein, kann ich eigentlich nicht. War zu Fehler. Zum Erwähnen. Es ist die gleiche Formel, aber mit anderen. Ich muss mich hier auf die Einnahmen fixieren. Das Zugkriterium, Summenbereich. Ziehen wir das Ganze hier wieder hoch. So. Hier gibt es mir einen Fehler. Okay. Machen das Ganze hier einmal kurz neu. Einnahmen, Ausnahmen, Ausgaben. Also ich habe mich irgendwo vertippt. So, Ausgabe. Da jetzt passt. Habe ich hier natürlich vertippt. Beziehen wir das Ganze hier wieder und passt. Ich habe jetzt natürlich das ausschreiben. Nein. Jetzt kann ich mir hier eine Linie drunter ziehen. Saldo. Sag ich jetzt mal. Einnahme, Ausgabe. Ich sehe hier schon, dass ich im Minus bin. Das können wir ja nachher noch kurz ändern. Sag hier, ich möchte mir jetzt aus dem Ganzen hier wieder ein Diagramm bauen. Ein Kreisdiagramm. Beziehe mich hier wieder auf meinen Kontostand. Möchte hier wieder meine Diagrammbeschriftung. Hätte ich gerne innerhalb. Ziehen wir das darüber noch. So, und jetzt können wir mal schauen, ob das Ganze hier auch funktioniert. Sind hier, ich habe jetzt am 12. 12.05.22 Einnahme. Lohn. Würde mir natürlich einen Fehler machen. Da gibt es mal irgendwas. Ja, oder wir werden kurz den Lohn noch anlegen. Daten überprüfen. Boah, die Funktion. Konsolidieren, bla bla bla. Blitz. Intelligente Suche, übersetzen, Inhalte sortieren. Inhalte sortieren. Ja, das war jetzt blöd von mir. Daten überprüfen. Keine Ahnung, ich glaube, das ist ein Daten. Gültigkeit prüfen. Macht er bei mir jetzt nicht. Keine Ahnung warum. Ja. Ich sage jetzt einfach mal beziehen aus, keine Ahnung, Lohn und sage jetzt einfach mal, ich kriege 150 überwiesen. Kriege ich hier natürlich einen Fehler, weil das alles ein bisschen klein ist.
Ich sage ja einfach mal, das ist das Erste. Wir sehen ja auch schon immer, die Diagramme ändern sich hier mit. Was ist hier für ein Fehler? Ich kann mir jetzt hier auch die Beschriftung hier kurz mal nehmen. Übersicht. Und sehen, ja. Keine Ahnung, was ich mir zeigen möchte. Ich lösche das mal. Ja, ich denke mal, das war jetzt ein ganz leichtes Haushaltsbuch. Ihr könnt es hier natürlich auch noch erweitern, wie ihr das wollt. Also was wir mal kurz zusammen. Wir nehmen uns einfach hier mal kurz die Überschriften halt, wie ihr die haben wollt. Einfach hier mal kurz per Ansicht Fenster fixiert. Dann hier einfach mal das Ganze hier als Text ausgegeben. Das heißt Tag, hier das Datum eingegeben. Hier dann ein Auswahlfenster. Hier auch. Hier könnt ihr natürlich noch so viele ergänzen, wie ihr wollt. Hier natürlich dann ein Text. Hier könnt ihr zum Beispiel, was weiß ich, wenn ich jetzt ein bisschen aus der Buchhaltung komme, könnt ihr natürlich die Rechnungsnummern aufschreiben und keine Ahnung. Und das, was wir dann an dieser Stelle noch hätten machen können, ist zum Beispiel das Geschäft aufschreiben können, wo ihr einkaufen wollt oder wo ihr das jetzt gekauft habt. Der Betrag natürlich wichtig, weil sonst kannst du ja nicht auswerten. Und hier, was haben wir hier gemacht? Jetzt mal hier wieder rein. Hier haben wir uns als erster eine Matrix erstellt, in der wir unsere Kategorien aufgelistet haben. Dann und mit der Zoom-Event-Funktion haben wir unsere Ausgaben quasi uns als Übersicht ausgegeben, haben uns das hier das Ganze als Diagramm ausgegeben und haben uns dann hier den Kontostand dann nochmal mit Zoom-Event uns alle Ausgaben summiert und hier die Einnahmen summiert und uns hier den aktuellen Kontostand ausgegeben und uns das Ganze hier wieder als das Ganze uns hier einfach ausgegeben. Ja, das war's mit dem Video. Wir sehen uns im nächsten Video und ciao.